Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen, Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Ach, er und seine Karten. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Jede Schuld, ja. Drei gequälte Wesen. Und Taylor ist die einzige verlorene Seele bisher. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel, echt gemein ist, was da kommt. Ja, ja, komm, du hältst es auf, mach weiter. Das war gerade so spannend, ey. Verlasse den Wald, folge dem Pfad, bleib zusammen. Oh, ist ja einfach. Da haben wir was. Da blinkt was, da blinkt was. Sieht steil aus. Ja, wir folgen besser dem Pfad. Ja, ja. Ich stimme zu. Auf Weg bleiben. Ach so, da kann man noch runter, okay. Machen wir mal nicht. Nee. Ey, ihr sollt zusammenbleiben. Echt nicht eine darum, eine darum? Vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst gejagt, nachdem mein Double starb. Okay. Oh, da ist ein Schild. Ist hier irgendwas nicht kaputt? Ja, Gebiet nicht sicher, das haben wir schon festgestellt. Da brauchen wir kein Schild für. Schöne Guck mal, Glühwürmchen. Das ist ja hübsch. Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Naja, ein, zwei sind schön, aber so viele, da würde ich schon wieder anfangen zu wählen oder so. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn, wenn man mich anhört, spreche ich. Zu euch. Ich bin verhext.
Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Oh, stimmt beides, ne? Ich weiß nicht. Aber der Pastor, ich finde, der Pastor ist böse. Ja. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Du irrst dich! Wir müssen sie stoppen! Anders geht's nicht! Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ach, jetzt sind wir in Wünden. Also, ich war's. Ich dachte, ich entscheide auch mal was. Großer Fehler, Mann. Deine Nächstenliebe wird uns noch alle umbringen. Hoffe, du irrst dich. Wär besser für uns. Ich glaube nicht, dass das Mädchen... Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Nö. Mist. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Was führt uns aus dem Wald raus? Ein Weg. Ich will's wohl gar nicht. Der Weg. Aber was habt ihr gesehen? Da war Andrews Double, Abraham. Ja, Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Was? Ein kluger Schachzug. Okay. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich tat das Richtige. Ohne Zweifel. Naja, wieder so ein Männchen. Mhm. Das ist ja, ja gut, wie die Voodoo-Puppe, die sie da hat. Ne? Also, mhm. Im Grunde. Sind wir jetzt da, also Straße wieder, okay. Was immer das eben auch war, echt oder nicht, wir schweben noch in Gefahr. Mhm. Also er ist ja dafür, dass wir Mary stoppen. Ja, er will Mary stoppen. Ja. Ja. Also sagen wir das. Ja. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Er hat's ja gemacht. Ne? Wir, nicht. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um. Ja klar, wir müssen irgendwann wohl uns entscheiden, sind wir jetzt gegen das Mädchen oder nicht. Da liegt was. Mhm. Ah, wieder eine. Oh, oh nein! Oh. Ja. Schönen Gruß aus dem Westerwald. Dann passen wir jetzt mal auf den Professor auf, wa? Ja. Kein Eingang. Wie überall in dieser Stadt. Oh, da ist
Terrasse. Jo, da wird der Eingang unser Eingang sein. Oh, nee, doch nicht. Oh, dit. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Das mit der Fabrikschließung, das war ja auch, wo das in der Neuzeit, wo das, dieses Feuer in dem Haus ausgebrochen ist, ne? Der Streit von den Eltern. Da hatte er doch auch, hatte er doch auch darüber gesprochen. Also Geschichte wiederholt sich da scheinbar. Ja. Stimmt. Ja, bleib du mal hier stehen, sonst passiert dir noch was. Oder bleib besser nicht hier stehen, sonst passiert dir noch was. Man weiß es nicht. Schaut mal! Hey! Sie kommen! Ach, er schon wieder. Du entkommst ihnen nicht! Wer? Dafür werde ich schon sorgen! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Der Typ ist aber scheinbar schon länger in Little Hope und lebt noch, muss man natürlich auch mal so sehen. Mhm. Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Mann! Eieieiei. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Oh Scheiße, jetzt müssen wir echt die Entscheidung treffen. Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Beziehungsweise, falls wir einfach drauf haben. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Ja, am besten bei dir, wa? Wer soll denn der Vormund sein, Reverend? Komischer Heini. Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Er muss weg. Ja, genervt. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Ja. Mhm. Das Kind ist schuldig. Ja. Oh mein Gott, ey. Dein Ernst? Diese Göre ist schuldig! Du, tu einfach, was du für richtig hältst. Und du halt die Klappe. Mann, ich hätte mich anders entschieden, aber das können wir dann im zweiten Durchgang. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig!
Aber der hat doch noch gar nichts gesagt. Ja. Oh je. Ja, ihr seid schuld. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist. Ja, ist so. Und was passiert jetzt auch? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Unsicher. Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich raff nicht, wie wir oder sonst wer ändern könnte, was vor Jahrhunderten passiert ist. Eigentlich hast du ja recht, aber wir sehen diese Dinge. Sie sind irgendwie mit uns verbunden, also können wir sie ändern. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Untersuchen. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Mein Gott. Ich wollte gerade sagen, die Klamotten passen aber auch nicht in die Zeit von dem Haus eigentlich. Ne? Nee, eben. Also von dem, was da passiert ist jetzt gerade. Das muss ewig her sein. Ja eben, ewig ist das andere her. Das hier ist ja, ja nur... Aber das an der Weiher sind 70ern. Im Erdgeschoss. Ja, vielleicht. Hier vorne ist nochmal was am Blinken. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972. Schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Bis 1972, das war dann diese 70er-Geschichte. War da noch was? Nee, das war... Das war das Ding da, ne? Oder können wir da im Moment... Können wir hier durch? Klar. Müssen wir natürlich noch gucken. Oh. Da ist bestimmt eine Schlange drin. Was? Leck mich am Arsch. Ja, super. Sehr nett. Ah, Moment. Konnte ich das noch umdrehen? Muss mal gucken. Vielleicht das mal etwas mehr. Kann ja nicht alles gefährt sein. Ja. Das siehst du ja. Ja. Ah, Herr Vincent Barnes, 15 Mayflower Avenue. Achso, Little Hope, bla bla bla. Sehr geehrter Herr Barnes, betreff Abmahnung. Nach unserer Disziplinbesprechung schreibe ich Ihnen hier. Hinsichtlich ihres ihrer Anwesenheit und ihres Verhaltens. Die Geschäftsleitung hat sich sehr bemüht, ihren schwierigen Umständen von ihrer Verletzung entgegenzukommen und ihre wiederholten Abwesenheiten toleriert. Da die Warnung bezüglich ihrer Anwesenheit, ihren Verspätungen und der Arbeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stetig ignoriert wurden, sehen wir uns gezwungen, eine formelle schriftliche Abmahnung auszustellen. Eine Wiederholung dieses Verhaltens oder ein anderes Fehlverhalten innerhalb der nächsten 12 Monate wird zu Ihrer Entlassung führen. Sie müssen den Erhalt dieses Briefs bestätigen. Bitte unterzeichnen Sie ihn und bringen ihn innerhalb von 7 Tagen ins Büro des Vorarbeiters. Leck mich am Arsch. Oh.
Das ist die Familie, ne? Komm mal her, das musst du sehen. Erkennt er sich dann darauf wenig? Das ist echt krass. Vielleicht erinnert er sich jetzt wieder. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Nee, wenn, dann träumst ja nur du. Boah, jetzt hast du das kaputt gemacht. Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab's einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber die sind so alt wie wir. So wie es aussieht. Huch, das ist eine Tür. Ach, der Richter. Der Richter. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich der Vorfälle in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen von wahrem Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner früheren Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um den Geschehnissen des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst Toss Wyman, Richter. Ja, ja, also er ist ein Arsch, das wissen wir jetzt schon, aber hat er jetzt das Mädchen auch zu einem Arsch gemacht? oder wollte sie? Also irgendwie ist mir die Kurze nicht so ganz geheuer, weil auf der einen Seite scheint ihr ganz klar von dem Pfaffen da irgendwie erpresst zu werden, aber auf der anderen Seite scheint die das ja aber auch echt gerne zu machen, die Leute da so anzuklagen und so, ne? Ja, es ist schwierig, diese Rolle von ihr zu durchblicken. Aber das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt hier in dem Spiel. Das große Rätsel eigentlich, was ist mit dem Mädchen? Ich würde sagen, der gehört einfach mal ordentlich dahinter und verlosen, dann ist wieder gut. Ja, genau. Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze wurden in Little Hope verloren. Werden in Little Hope verloren gehen, wenn die Raven Textilfabrik im September ihre Tore an der Harvard Road schließen wird. Von den Entlassungen sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit über 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als einen Teil unserer erweiterten Familie und wir wissen, wie viel Raven für sie bedeutet. Aber wir können das Geschäft nicht mehr weiterführen. Gespräch mit der Familie Carver erklärte McCarthy, da war ja was unleserlich. Aber während die Töchter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie von Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie, um ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten. Aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein
weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck. Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carbos. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilte ein Fabriksarbeiter dem Herald mit. Wir, Ferryman, mhm. Busfahrer gesucht. Oh, Busfahrer gesucht. Mhm. Volle Ausbildung gewährleistet, Uniform zur Verfügung gestellt. Ja, schön. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Und die anderen denn jetzt? Ich weiß auch nicht, ich mache gerade einen ziemlichen Alleingang hier, ne? Aber ja. So ist es halt. East County Commission, Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textiles Limited geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt zur Fabrik untersagt. Versuche, das Gelände zu betreten, werden als kriminelle Verstöße geahndet. Ehemalige Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter bla 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 kontaktieren. Mhm. Dope. Don't it. Nee, da ist nichts mehr. Die Tür macht auch nichts. Da geht's nicht weiter. So, mal gucken, ob die anderen noch leben. Ja, liegen sie alle tot rum. Huch. Ja, ein Spind, wir lieben Spinde. Versteck dich da dran. Ja, genau. Das ist mir leider dann in der Mitte durchtrennt. Moment, das war dann der Freund von seiner Schwester. Das, genau, von der Taylor, der Freund. Also von der anderen. Was ist da passiert? Ja, Tanja. Und Vince, Tanja. Genau. Okay. Welche Gebäude sind die jetzt drin? In der Fabrik, ne, oder? Ich bin okay. Mir nicht sicher. Was ist dann deine Eigentlich Theorie? Eigentlich sind wir doch nur an einem Haus vorbeigegangen, oder? Wir sind tot. Das habe ich zu Taylor gesagt. Wir sind alle tot. Aber das sieht doch schon schwer nach Fabrik hier aus, oder? Mhm. Also da hinten waren wir schon. Dann können wir hier weitergehen. Hörst du das? Nein. Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Wacker, wacker. Ich würde gerne. Da ist noch was. Komisch. Ja, da. Ah, das können wir bestimmt bewegen. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Kann man noch netter fragen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Ja, Mama. Gut. Und los! Oh nein, dann sind wir Boden kaputt gemacht. Oh nee. Na ja. Oh nee. Ist nicht gut, dass du da unten bist. Alles gut bei dir? Nee, ich glaube, bei ihm ist nicht alles gut. Oh nein! Wie? Wie war ganz schlecht für mich? Nein! Zweite Chance genutzt. Ich hatte doch nicht mit W gerechnet. Hochziehen. Y.
sie! Oh, ich bin jetzt ein zweiter nicht hochgezogen, oder was? Beruhigend. Ja. Lauft! Nein, 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 nee! Nein, das hat sie nicht gesagt. Okay. Das haben wir aber anders entschieden, oder? Ja. Ja. Aber jetzt greift er an, oder? Scheiße. Fuck, zu spät. Nein. Hat er den? Er hat ihn, glaube ich, ja. Oh, shit. Ängstlich? Arrogant? Fuck. Oh. Scheiße. Ey. Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht fast nicht tief genug und er überlebt. aber dann. Oh, Gott, eventuell ey. Doch nicht. Oh, Scheiße. Ja gut, seine Freundin war eh schon tot. Boah, bist du nett. Jetzt ist er wieder bei ihr. Genau wie Taylor. Tut mir leid. Ja, du hast alle dahin geschleppt, Ronk. Aber das mit der Entscheidung, das war, glaube ich, eben gerade nicht besonders gut übersetzt, sodass wir das irgendwie wurden wir leider zu diesem Fehler verleitet.